Meldung den Führer wecken. Er war bis 4 Uhr auf, dann hat er ein Schlafmittel genommen und sich zurückgezogen. Ach, diese Meldungen charakterisieren sich doch selbst. Zuerst heißt es, bei den Fallschirmjägern handle es sich um Besatzungen, die aus ihren abgeschossenen Bombern ausgestiegen sind. Nach den nächsten Meldungen sind sie als mechanische Puppen identifiziert worden. Und wenn die letzten Meldungen stimmen und es sind tatsächlich Fallschirmtruppen gelandet, dann kann es sich doch höchstens um ein groß angelegtes Kommandounternehmen handeln. Nun sagen Sie mal selber, ist das ein ausreichender Grund, um unsere Panzerreserven an die Küste zu schicken? Ja, ja, ich werde alle Meldungen und von Rundstedts Anfrage dem Führer vorlegen, sobald er aufgewacht ist. Habe verstanden. Jodl hat abgelehnt. Er weigert sich, die Panzerreserve ohne Genehmigung des Führers freizugeben. Und der Führer schläft noch immer. Werden Sie das Herrn Feldmarschall von Rundstedt mitteilen? Nein, jetzt nicht. Nicht jetzt. Danke, meine Herren. Setz dich, Kurt. Setz dich. Tja, das ist Geschichte. Wir erleben einen geschichtlichen Augenblick. Wir werden den Krieg verlieren, weil unser glorreicher Führer eine Schlaftablette genommen hat. Und nicht geweckt werden darf. Das ist doch unglaublich. Denk daran, Kurt. Und vergiss es nicht, solange du lebst. Wir sind Zeuge eines Ereignisses, das die Historiker aller Zeiten für völlig unwahrscheinlich halten werden. Und dabei ist es doch wahr. Der Führer darf nicht geweckt werden! Ach, jetzt möchte ich wirklich wissen, auf welcher Seite der liebe Gott steht. Kann ich wünschen, Herr General? Ja. In meinem Zimmer ist noch eine ausgezeichnete Flasche Cognac. Napoleon, ungeöffnet. Ich habe sie für eine passende Gelegenheit aufbewahrt. Es war nicht ganz die Gelegenheit, an die ich gedacht habe, aber trotzdem. Kurz, hol sie. Was hätte. Wieder mal eine ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Arad? Wo ist mein Hund? Ich weiß nicht, eben war noch da. Das fehlt mir noch mal einen Blick. Nicht mal Möwen zu sehen. Mein Gott. Invasion. Sie kommen. Alarm! Oberstleutnant, die Invasion ist da! 5000 Schiffe da! Da draußen müssen an die 5000 Schiffe sein! Du bleibst mal auf dem Teppich, Pluscut. Die Amerikaner und Engländer haben ja nicht mal zusammen halb so viele Schiffe. Verdammt nochmal, Sie lachen, wenn Sie mir schon nicht glauben, dann kommen Sie doch her und sehen sich selber an! Das ist fantastisch. Das ist unglaublich. Das ist einfach nicht zu fassen. Mein lieber Pluscut, welchen Kurs haben denn diese Schiffe? Auf mich zu, direkt! General, in exactly 2 minutes, the fleet will open fire. Attention, attention! L'amiral vous parle.
quelques instants, nous allons avoir l'honneur de combattre. Il nous faudra tirer sur notre patrie pour enchasser l'ennemi qui l'occupe. La liberté est à ce prix. Vive la France! D'habitude, toujours à l'heure. Was ist denn mit Ihnen? Pluskat, was ist los da? Sind Sie taub? Können Sie nicht? Verdammt nochmal! Können Sie nicht selbst hören? Ja! Wir liegen unter Beschuss!